Wie lautet die Parole, Soldat? Etwa so. Ich weiß schon, was Sie wollen, O'Neill. Noch ein paar trockene Socken, oder? Geben Sie mir eine 4-Sterne-Generalsuniform, Gefreiter. Na los, machen Sie schon! Das wird bestimmt eine ganz tolle Reise, James. Ich finde auch, dass es allerhöchste Zeit wird, dass ich endlich mal nach Washington komme. Also, in 5 Minuten geht's los, Leute. Ich brauche noch eure Pässe. Ich bin nicht sicher, ob es Einstein innerhalb der nächsten 5 Minuten schafft, seinen Koffer zuzukriegen. Geschafft. Hey, dieser Kopfschmuck wird nächstes Jahr in London bestimmt ein großer Renner, Einstein. Einstein, es mag ja sein, dass dieses Ding hier meinen Ansprüchen genügt, aber es kratzt wie verrückt. Was hat er denn? Er hat unheimliche Angst vorm Fliegen, seit wir auf der Reise nach Wien diesen unruhigen Flug hatten. Deshalb wollte er, dass ich ihm in seine Unterwäsche einen Fallschirm einarbeite. Oh, da fällt mir gerade ein... Was? Ich habe ganz vergessen, das hier einzupacken. Es handelt sich dabei um einen Kassettenrekorder, den ich zu einem Peilgerät umgebaut habe. Und wozu brauchst du ein Peilgerät? Das Peilgerät brauche ich nicht, aber die Kopfhörer. Ich kann diese Dinger nicht leiden, die sie in den Flugzeugen haben. Die sind von primitivster Qualität. Dann nimm du die Kopfhörer und ich nehme den Kassettenrekorder. Oh, du bist ja schon fertig, James. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich darauf freue, eine ganze Woche in Washington zu sein. Museen besuchen, fotografieren, jede Menge Stadtrundfahrten. Ich brauche deinen Pass, Tracy. Oh, Tracy, dein Pass ist ja schon lange abgelaufen. Dann besorge ich mir eben einen neuen. Den wirst du dann rechtzeitig zu unserem nächsten Ausflug haben. Ha, wie bitte? Sie tragen die Verantwortung, Mr. Mitchell. Achten Sie darauf, dass den Schülern nichts zustößt. Sonst ziehe ich Sie persönlich zur Rechenschaft. Alles klar, Sir. Daddy, könntest du nicht deine guten Beziehungen spielen lassen und mir einen neuen Pass besorgen? Tut mir leid, das ist unmöglich, Tracy. Aber ich habe mir extra einen neuen Fotoapparat gekauft, Daddy. Da kann ich dir helfen. Ich werde eine Menge Fotos für dich machen. Das ist wirklich nett von dir. Du wirst noch schlimmer aussehen, wenn du das nicht sofort in Ordnung bringst. Ich hatte dir doch gesagt, du darfst nicht in den Regen kommen. Du hattest einen Kurzschluss im Hauptschaltkreis, der alle Mikromotoren kontrolliert, die ich dir eingepflanzt habe. Na, was sagst du jetzt? Perfekt. Dein Gesicht ist mir immer noch lieber als deins. Entschuldigen Sie. Wir suchen diesen Mann. Er ist hier reingegangen. Tut mir leid.
In meine Praxis ist dieser Mann nicht gekommen. Was ist mit dem? Oh, der wurde gerade von mir behandelt, Sir. Das ist nicht der, den Sie suchen. Hey, habt ihr schon wieder einen Krieg angefangen ohne mich? Entschuldigen Sie die Störung. Diesem Bericht zufolge trifft heute Nachmittag ein gewisser Lieutenant Kasing am Flughafen Dulles ein, um General Armstrong über meinen Diebstahl im Militärstützpunkt zu informieren. Ich muss diesen Lieutenant aufhalten, bevor meine Pläne zunichte gemacht werden. Ich besorge uns ein Taxi. Haben Sie keine Limousine? Doch, aber mit der ist mein Butler gerade zum Autohändler gefahren, um einen neuen Rolls-Royce zu kaufen. Ist das nicht schrecklich? Du meinst, dass dieser Mann sich nicht einmal entschuldigt hat? Nein, ich meine, dass Frauen beim Militär dienen, denn so etwas ist ausschließlich Männersache. Was habe ich da gerade gehört? Und Sie, Naseweiß, halten sich wahrscheinlich für einen Mann, hä? Oh, ja, natürlich, warum nicht? Dann Klappe zu und stillgestanden. Hacken zusammen, Bauch einziehen. Den Kopf hoch und die Augen geradeaus. Hören Sie, ein richtiger Mann ließe sich so etwas nie gefallen. Vielen Dank. Oh, keine Ursache, Miss. Nicht Miss, sondern Lieutenant Kasing. Aber Sie können ruhig Shelley zu mir sagen. Und Sie dürfen mich James nennen. Sagen Sie, kennen Sie nicht jemanden, der uns mit nach Washington reinnehmen könnte? Doch, ich kenne jemanden. Ich fahre nämlich in die Stadt. Ich kann Sie und Ihre Freunde mitnehmen. Auch diesen möchte gern Mann da. Los, hinterher! Hey, der Jeep ist echt cool, Lieutenant. Haben Sie schon mal daran gedacht, ihn tiefer legen zu lassen und Spoiler anzubringen? Nun, ein Jeep sollte doch so geländegängig wie möglich sein, oder? Was würden Sie dazu sagen, mit uns eine kleine Besichtigungsfahrt durch die Stadt zu machen, Lieutenant? Dieser Vorschlag ist vernünftiger als der von Gordo. Ich habe sowieso noch eine Stunde Zeit, bevor ich im Pentagon sein muss. Das ist das Lincoln Memorial, das zu Ehren Abraham Lincolns errichtet wurde, unserem größten Staatsmann. Dann hat er es vermutlich auch verdient. Eines Tages werden Tausende herbeiströmen, um vor einem Denkmal von mir zu stehen. Na klar, Tausende von Tauben. Was machen Sie eigentlich bei der Armee, Charlie? Ich sorge für die Sicherheit. Zurzeit untersuche ich den rätselhaften Diebstahl einer Uniform aus Fort Meade. Kommen Sie, Mr. Mitchell, wir wollen uns noch das Washington Monument ansehen. Geht schon mal vor. Ich will nur noch die Gettysburg-Rede zu Ende lesen, Leute. Sie fahren zum Washington Monument. Wallace, gib mir den alten Wollmantel und den komischen Hut. Hier steht, dass dieses Monument mehr als 170 Meter hoch ist. Es wurde im vergangenen Jahrhundert zu Ehren George Washingtons errichtet, dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ein Denkmal mit einem Fahrstuhl? Ich glaube, sowas gibt es nur in Amerika. Hey! Ich kriege immer Platzangst, wenn so viele Leute im Aufzug sind. Ich leide nämlich an einer Phobie. Ist das nicht eine wundervolle Aussicht, James? Was ich hier vor mir sehe, ist aber auch nicht übel. Shelley! James, Hilfe! Halten Sie durch! Warten Sie, ich helfe Ihnen! Tut mir wirklich leid, das wollte ich nicht. Bitte ziehen Sie uns rauf. Dazu bin ich leider zu alt. Oh, was für eine wunderbare Vorstellung. Einer so anrührenden Szene habe ich noch nie beigewohnt. Die Alte ist verrückt. Verrückt? Ich bitte Sie, verrückt ist eine glatte Untertreibung, die mich geradezu wütend macht. Ich bin wahnsinnig. Dagegen ist ein Verrückter gesund. James, ich rutsche ab! Hey! Eine verrückte Alte. Der ist scheinbar schlecht geworden. Oh nein, ich halte es nicht mehr lange aus, James! Das müssen Sie. Einstein und die anderen sind jeden Augenblick hier. Wow! Das ist ja eine fantastische Aussicht. Ich bleibe besser hier hinten. Von hier kann man ja auch ganz gut sehen. Sagt mal, Leute, wo sind eigentlich James und Shelley geblieben? Hilfe! James! Gordo, hier! Zieh Shelley rein! Ich kann
kann dich nicht erreichen, James. Ich muss jemanden hinunterlassen, der lang genug ist, damit sich James an ihm festhalten kann. Soll das ein Scherz sein? Du glaubst doch nicht, dass ich mich dafür zur Verfügung stelle. Ich bin vielleicht verrückt, aber nicht wahnsinnig. Ah, Hilfe, ich habe Höhenangst. Oh nein! Halt die Klappe und streck die Arme aus. Ich hab ihn. Ich kriege euch nicht hoch. Ihr beide seid zu schwer für mich. Gordo, lass mich los. Gordo, du kannst ruhig loslassen. Bist du verrückt geworden? Geh mir aus den Augen. Es ist unsere einzige Chance, Gordo. Vertrau mir und lass Trevor los. Ich kann euch nicht mehr halten. Ich hab keine Wahl, James. James. Wir haben nur noch 3 Sekunden zu leben. Mein Gott, daran hatte ich gar nicht gedacht. Da ist die Alte, die uns runtergeschubst hat. Wir fliegen einen Umweg, Trevor. Gib Gas, wir müssen schnell zurück ins Hotel. Hey, was war denn das? Ach, so ein dummer Bengel auf einem Baum. Was macht denn James da? Eine kleine Stadtrundfahrt. Wir schaffen es nicht, an ihm dran zu bleiben. Oh doch, das werden wir. Mit diesen Kopfhörern hier kann ich James folgen, weil sein Kassettenrekorder auch ein Peilgerät ist. Ich muss nur das Signal einfangen. Oh je. Ich glaube, meine Erfindung war doch noch nicht ganz ausgereift. Ich schlage vor, du folgst einfach der Musik, Einstein. Verdammt, wenn wir zurück in Warfield sind, wird sich Bond eine Menge Ärger einfangen. Hilfe, was ist das? Ah! Und das, Herrschaften, ist eine Entwicklung, auf die wir schon lange gewartet haben. Unser gefreiter Eisenfresser, ein vollautomatischer Infanterieroboter. 10 von diesen tapferen Jungs werden zweifellos mit einer ganzen Armee fertig. Der Prototyp wird uns heute Nachmittag vorgestellt. Hey, die haben nicht auf mich gewartet. Das gibt's ja nicht. Dann gib doch mal die Uniform her. Was werden wir jetzt tun, Chamäleon? Wir marschieren direkt ins Pentagon und gleich darauf komme ich mit dem gefreiten Eisenfresser wieder heraus. Dafür wird Scar mein Vermögen bieten. Das müssen die Typen sein, hinter denen Shelley her ist. Na schön, jetzt weiß ich Bescheid. Oh, entschuldigen Sie bitte, Sir. Indische Küche, die mag ich am liebsten. Aber das ist für den Herrn in Zimmer 312. Oh, das bin ich. Ich habe solchen Hunger, ich esse es gleich hier. Und noch was, ich esse niemals ohne Dinnerjacket zu Abend. Danke. Und kein Wort, zu niemandem, hören Sie? Dieses scharfe Zeug ist genau das, was ich jetzt brauche. Hey, wer ist denn da? Der Zimmerservice. Was soll das? Wir haben nichts bestellt. Das gibt es bei uns gratis. Gutes, scharfes, ostindisches Essen. Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Den hab ich doch vorhin vom Turm gestoßen. Das Tandoori-Hühnchen sollten Sie unbedingt mal probieren. Guten Appetit. Reicht es uns aber, du Rüpel. Ich finde, so ein Wiedersehen sollte gefeiert werden. James muss hier irgendwo in der Nähe sein. Ich
Ist hier jemand vorbeigekommen? Nein, niemand, James. Dann ist der Kerl, den Sie suchen, noch immer im Hotel. Wir verteilen uns und bewachen alle Ausgänge. Ich bewache den Eingang. Das bietet mir einen schnellen Abgang, falls irgendetwas passieren sollte. James, bist du da oben? Hallo? Hey! Ah! Trevor, wo bist du? Trevor! Hände hoch, keine Bewegung! Das gibt's doch nicht! Polizei, Sie sind verhaftet. Kommen Sie langsam da raus. Oh, Gott sei Dank. Es wurde aber auch höchste Zeit, dass Sie ihn schnappen. Hände hoch! Oh, bitte nicht schießen, meine Herren. Ich bin absolut unschuldig, wirklich. Ja, ganz recht, Mr. Milbanks. Ja, er hat irgendwie durchgedreht und ging auf die Polizisten los. Echt im Gefängnis? Ja, Mr. Milbanks, leider. Ich kann nicht glauben, dass Trevor zwei Polizisten angegriffen hat. Er war es auch bestimmt nicht. Dieser Chamäleon-Typ hat sein Gesicht so verändert, dass er wie Trevor aussah. Kann sein, aber kein Polizist kauft uns das ab. Gordo hat recht. Unsere einzige Chance, Trevor aus dem Gefängnis zu bekommen, ist es, den wahren Täter ausfindig zu machen. Der vollautomatische Soldat soll jeden Augenblick im Pentagon eintreffen. Ich muss sofort den General warnen. Ich werde Sie begleiten. James! Bis morgen, Anthony. Bis morgen, Senator. Entschuldigen Sie. Ich habe meine Aktentasche vergessen. Ah, Sie haben es sich anders überlegt und wollen doch bei der Vorführung unserer neuesten Waffe dabei sein? Nein, ich habe es mir nicht anders überlegt. Ich wollte schon immer dabei sein, nur Sie nicht. Ausgezeichnet. Unser vollautomatischer Soldat hält alles, was er versprochen hat. Es muss nur noch ein Test durchgeführt werden. Dafür werde ich mich allerdings mal selbst reinsetzen müssen. Aber Sir, das ist höchst unüblich. Das ist ein Befehl, Mister. Oh, natürlich. Öffnen Sie, ich muss sofort zu General Armstrong. Na los, machen Sie schnell. General, ich habe guten Grund zu der Annahme, dass jemand diesen Prototyp stehlen will. Ihre Annahme ist völlig richtig, Lieutenant. Und jetzt geht es Ihnen an den Kragen. Versuchen wir doch mal die Panzerfaust. Der Versuch ist wohl fehlgeschlagen, wie? Das Ding ist wirklich gut, keine Frage. Ich werde mich mal nach Verstärkung umsehen. Wo wollen Sie denn hin, James? James, Hilfe! Oh. Oh. Ihr Freund hat Sie wohl im Stich gelassen, Lieutenant. Aber ich bleibe bei Ihnen. Ich bleibe bis zum Ende Ihres Lebens bei Ihnen. Und das ist jetzt gekommen. Ich
Ich glaube, dass Sie jetzt in eine Sackgasse geraten sind. Lassen Sie sie frei. Aber natürlich. Und nun ergeben Sie sich oder ich schieße Sie auf den Mond. Ich will aber auf den Mars. Schieß dich doch selber auf den Mond. Man sollte nie aufgeben, bevor man nicht alles versucht hat. Gegen ganz normales Wasser sind Sie wohl allergisch, Grünauge. Gut, dass Sie den wahren Verbrecher gefasst haben. Noch einen Tag länger im Gefängnis und ich hätte einem Zellengenossen eine Boxlektion erteilt. Ja, natürlich, aber dabei wärst du der Sandsack gewesen. Aua! Steigt ein! Der General möchte gern, dass ich die Besichtigungstour mit euch fortsetze. Ich weiß zwar immer noch nicht, was passiert ist, aber ich habe das dumme Gefühl, dass du damit etwas zu tun hast, James. Ich? Wieso ich? Ich habe nur versucht, mich bei der Armee beliebt zu machen. Und das werde ich auch weiterhin versuchen, Mr. Mitchell.